Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und heute sehen wir einen Grand Final Panzer, der aber nicht so für Furore gesorgt hat, wie es der Chrysler getan hat, sondern er kam, er wurde begutachtet und für okay befunden. Aber in dieser Runde werden wir jetzt den sehen, wie der mal so richtig performt. Tim the Tiny hat das Ganze hier gespielt, Karelien ist die Karte und wir haben hier ein wahnsinnig perfektes Matchmaking für ihn. Er ist Top-Tier, 8er, 7er, 6er Gefecht und mit einem 8er Top-Tier zu sein, da gibt es ganz klar Schlimmeres in dem Light. Denn jetzt kann er wirklich A-Spotten und aber auch selber noch ordentlich Schaden anrichten. Erstmal stellt er sich jetzt hier in die Mitte, da kriegt man immer ganz gerne mal was ab. Und von oben wird dann gesniped, wobei hier jetzt nicht so viel oben auf dem Hügel ist. Das ist schon fast eher ungewöhnlich. Normalerweise ist da immer viel Gedränge in dem Fall, aber mal ausnahmsweise nicht. Bringt hier nichts auf. Jetzt aber gleich den Bulldog, den IS, den KV-3, den Oni. Also da hat er mal ins Wespennest gestochen so ein bisschen. Jetzt hier den FV. Und da kriegt er jetzt gleich mal die Arti raus. Sehr wichtig, sehr gut auch. Damit entlastet er sein Team wieder zusätzlich. Aber schon interessant, dass er da jetzt einfach so in die Mitte fahren kann, ohne dass er da großartig Gegenwehr bekommt. Der Gegner, als ob die Basis komplett scheißegal wäre. Er kann jetzt praktisch aus der Gegnerbasis heraus das Gegnerteam beschießen, also schon sehr kurios. So, der Komet, den behakt er jetzt hier mit Hits. Ist auch jetzt clever, da das Ziel nicht zu schnell zu wechseln, weil die Gegner natürlich ja gar nicht sehen. Ja, da kommen die Schüsse aus der Basis heraus, die wissen nur, dass sie getroffen werden. Aber in dem Fall einen nach dem anderen erstmal immer Damage machen, solange es halt geht. Denn dann ist es nicht wie so ein Ameisenhaufen, dass die auf einmal alle da entlang und wegfahren, sondern man kann sich halt danach direkt den nächsten wieder nehmen. So, der Bulldog zum Beispiel, der weiß nämlich noch gar nichts von seinem Glück, dass er hier aus seiner eigenen Basis beschossen wird. Dementsprechend hat er jetzt den dann noch immer als potenziellen Damage-Geber, sag ich mal. So, und jetzt ist er offen. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, aber der nimmt den Type, nimmt er noch raus. Sehr schön. Und da kommt noch der Ami, der E2. Der sieht jetzt auch, hoppala, da habe ich ja was am Arsch. Aber er macht hier einfach weiter. 2000 Damage hat er schon. Jetzt hat er ihn auch noch gekettet, sehr schön. Weil der wäre jetzt runtergefahren und so kann er weitermachen. Bleibt hier auch noch hinten auf der Kette drauf und zündet ihn an. Und damit macht er den auch weg. Sehr schöne Nummer. So, der Fahrer ist wieder einsatzbereit. Hier der Boxtank. Su-100Y, auch irgendwie so ein... Ja, ich würde sagen, so eine Rarität, die irgendwie nicht mehr so wirklich gefühlt ins Spiel passt. So, jetzt kommt sie rum. Aber bevor sie da einen Schuss platzieren kann, nimmt er sie da raus. Und schon hat er 3000 Damage. Aber ich verspreche euch, da kommt noch einiges mehr. Jetzt umfährt er da oben die Hindernisse und will sich so ein bisschen an den Gegner von hinten ran schleichen. So sieht es zumindest aus. Da ist der Firefly. So, sehr schön. Er hat seinen gut platziert. Firefly hat drüber gebolzt. Das heißt, er kann da nochmal einen. Firefly lädt natürlich deutlich schneller nach. Also den Shootout sollte man sich hier dann aber auch sparen. Macht er auch. Da jetzt gar nicht erst großartig die unnötigen Hits da nehmen, sondern immer warten, bis er jetzt nachgeladen hat. So, und jetzt, oh, 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 da den Bulldog, den muss er aufpassen, weil im One-on-One wird der Bulldog ihn da fertig machen. Er braucht zwei Treffer auf dem drauf und beide platziert, dass die auch sitzen.
So, jetzt haben sie ihn nicht so auf der, auf dem Zettel. Hat hier schon mal die erste HE-Stelle verteilt. Jetzt kommt der Bulldog natürlich. Aber da hat er den direkt rausgenommen. Der Fahrer ist mal wieder am Boden, so gesehen. Also der Fahrer hat hier echt ein hartes Los. Da leider nur ein kritischer Treffer. So, jetzt der KV85, der will ihn. Aber das Gefecht ist nach wie vor unfassbar eng. 9-11. Also da ist noch nichts passiert in keine der Richtungen. So, jetzt nimmt er hier den langen Weg in Kauf und schaut mal, was er da so reißen können wird. Weil da, wo er jetzt gerade war, da hat natürlich der Gegner schon jetzt ganze Zeit gewusst, da ist er. Und er hat halt auch nur noch 172 HP. Das ist halt eigentlich für so fast jeden Gegner da ein One-Shot. So, ja, sehr schön. Jetzt kriegt er den Uni hier seitlich rein. Erster Sitz schon mal. Nochmal so einen und er kann auch den rausnehmen. Der Uni hat hier jetzt natürlich gar keine Chance so wirklich, weil klar, wohin soll er denn noch flüchten? So, KV3. Da könnte er aufgeben eventuell. Ah, nein, da fährt er gut zurück. Wird also da weiter draufballern können. Erster hat er schon angezündet. Zweiter sitzt auch nochmal. Der zündet ihn auch nochmal an. Das ist ja unfassbar. Und beim nächsten macht er ihn schon weg. Oder, ja, der Brandschaden macht es hier schon. Und plötzlich hat er 5300 schon. Der IS neben ihm. Aufpassen. Der ist auch noch ganz schön frisch. Und er selbst verträgt da definitiv keine Schelle. Deswegen ist er jetzt hier beim Vollsprint mal auf dem Weg weg davon. So, jetzt ist er weit genug weg. Kann vielleicht dann sogar noch einen platzieren. Sehr schön. Geht er auf? Das ist die Frage. Nein, er geht nicht auf. Das heißt, nochmal einer. Und damit nimmt er auch den raus. Wir sehen, er hat sich seinen 8. Kill, also die Radley Walters, geholt. Der Gegner hat noch den IKV, den KV85 und den Firefly. Und sein Team hat ihn und die Arti. Und er schreibt schon, Jesus, dieses Team. Also er weiß gerade wirklich, dass er da unfassbar selber am Rödeln ist. So, da ist der Firefly jetzt, der hier auf die Arti kommt. Und jetzt kommt er auf den Firefly nicht drauf, aber hier kommen die anderen alle. Ruhig, den KV85, ja, sehr schön. So, der Firefly, den könnt ihr mit einem Schuss schaffen. Den IKV, da braucht er aber zwei. So, der Firefly kommt da rum. Ja, ja, Junge, mach ihm den Gefallen. Nein! So, jetzt hat er halt nur noch eine Minute. Jetzt wird es unfassbar knapp. Und er muss hier jetzt Risiko gehen. IKV, 40 Sekunden noch. IKV haut ab, ist mit dem Rücken, mit dem Arsch zu ihm. So, der saß. Wo ist der Firefly? Den kann er mit einem Schuss wegmachen. Aber dann braucht er den IKV noch. 35 Sekunden. Firefly ist hier. Firefly verschießt. Er hat mit HE jetzt den leider nur angedrömelt. Einen kann er noch vom Firefly einstecken. 25 Sekunden. Firefly nimmt er raus. So, IKV darf er sich gar keinen Treffer erlauben, weil der IKV, der nimmt ihn raus. Da ist er doch schon. Der IKV verschießt. Das ist seine Chance und er macht den Kill. Da
Das ist ja unfassbar. 6.901 Damage hat er in der Runde gemacht. 2048 XP und 8 Sekunden vor Ende hat er die Runde entschieden. Wenn das kein Replay of the Week war mit 11 Kills, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Besonders der Schluss war Dramatik pur. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, lasst gerne ein Abo da und einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Euer Alcaramba.